Ja, ich sage, wir sind nochmal als Team zusammengewachsen. Wir haben im Trainingslager und auch in der Vorbereitung gewusst, an welchen Punkten wir arbeiten müssen. Und jetzt gilt es einfach gegen Servette nochmal defensiv, nochmal kompakter zu stehen, individuelle Fehler abstellen und dann können wir dort nochmal erfolgreich anknüpfen. Ja, für uns sind die Fans unglaublich. Vor allem in der Phase, wo es bei uns nicht so gut gelaufen ist, sind es zahlreich erschienen, haben uns unterstützt und man merkt unglaublich die Unterstützung von ihnen. Und ich glaube auch im Spiel gegen Servette wird es sicher ein ausschlaggebender Punkt sein. Ja, gegen Servette ist immer ein gutes Spiel. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir defensiv kompakt stehen wie in den letzten Spielen. Und zu Torchancen kommen wir immer wieder, das wissen wir. Und wir sind auch bereit, jeden Moment ein Goal zu machen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für am Sonntag. Ja, ich glaube, nach dem Spiel hat jeder gesagt, schade, kommt jetzt Winterpause, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hätten gerne weitergemacht. Aber trotz allem haben wir dann gut angeknüpft nach der Pause. Und ich glaube, das war sicher ein Wendepunkt, wo wir gecheckt haben, okay, wir können es immer noch, weil wir von einem Tief eigentlich, so wie soll ich sagen, einen Befreiungsschlag gegen Serbien gemacht haben.